Jetzt haben wir also diese Halle definiert, können vielleicht schon mal eine erste Berechnung machen. Gucken wir uns mal die Balkenschnittgrößen an, statische Berechnung. Sehen wir also, das ganze Modell arbeitet ordnungsgemäß. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Hauptbelastung, nämlich die Wind- und Schneelasten. Da gehen wir natürlich jetzt noch auf das Lastmodell Gebäudehülle und wählen eine Vorlage, wählen die Eingabeoption. Und dann platzieren wir das Lastmodell über die Eckpunkte Draufhöhe, Firsthöhe, Draufhöhe. Da will ich jetzt gar nichts Großartiges dran ändern. Lasten, Wind, Schnee, das lasse ich einfach mal unverändert. Auch die Lastgenerierung, das wird ja automatisch verteilt. Und wir sehen dann unter F8 Visualisierung, das sind unsere Lasten. Und das sind unsere verteilten Lasten. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Das Modell ist eingegeben. Wir gehen ins Register Nachweise oder gehen mal auf die Auswirkungen. Gucken wir uns hier nochmal die Schnittgrößen an. Und dann sehen wir zum Beispiel aus der Einwirkung Eigengewicht haben wir jetzt diese Schnittgrößenverteilung. Kommen wir zu einem neuen Punkt, Kurvendarstellung mit Werten. Da sehen wir, es gibt auch eine andere Darstellung. Das war eine Darstellung mit Werten anbieten können, die jetzt nur noch die Extremwerte der Schnittgrößenverläufe aufnimmt. Das heißt, wir haben einfach weniger Zahlen auf dem Papier und damit sind natürlich die Zahlen, die da sind, auch besser lesbar. Gut, das wäre also der eine Punkt, was jetzt die Schnittgrößendarstellung angeht. Gehen wir weiter ins Register Nachweise. Da interessiert uns jetzt natürlich auch, was kommt denn als Ergebnis raus bei unserer Halle. Also es werden jetzt die Knicklängen ermittelt, die Bemessungen werden durchgeführt für unsere einzelnen Bauteile. So, und dann sehen wir hier auch eine Darstellung, die jetzt uns hier angeboten wird. Farbige Systemdarstellung mit Werten. Wir sehen also jetzt für die einzelnen Elemente, sehen wir die Ausnutzungen, sehen das in der farbigen Darstellung. Können uns hier auch entscheiden, dass wir vielleicht die Ausnutzung nicht für jedes Element, sondern für jede Position dargestellt bekommen. Und wenn wir uns das Ergebnis angucken, sehen wir hier auch die Querschnittsklassen. Wir kriegen hier je Element die Querschnittsklasse angezeigt, die hier bei der Nachweisführung ermittelt wurde. Und der Anwender kann sich auch entscheiden, je Element oder reicht mir das vielleicht je Position, dass also die ungünstigste Querschnittsklasse je Kombination, je Stelle in der Position dann hier dargestellt wird. Das wäre also die grafische Darstellung. Gehen wir nochmal auf die Ausnutzungen. Auch hier sehen wir, neben der farbigen Darstellung, sehen wir hier auch eine Kurvendarstellung. Die Kurvendarstellung, die kennen wir aus der positionsorientierten Ergebnisdarstellung.